Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, wir haben wieder eine kleine Sendung von meinem neuen OCG-Händler. Genau so sieht's aus und ja, es ist heute nicht übermäßig viel, es wird ein kurzes und knackiges Video. Wir haben einen kleinen Stapel Karten, zwei OVP V-Jump-Promos und einen, ja, kleinen Bonus, ein koreanisches Flames of Destruction Booster, wie beim letzten Mal auch. Letztes Mal haben wir ja ein, was war's? Ein Link-Monster von den Trickstars gezogen, genau, in Ultra. Gucken wir mal, ob wir diesmal wieder so viel Glück haben. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal mit den Karten los, die wir so bekommen haben. Ist nicht sonderlich viel, wird ein kurzes, knackiges Video, aber so habt ihr es ja, glaube ich, auch am liebsten. Und als erstes haben wir hier Folgo Justice for Hire in Ultimate Rare. Ihr erinnert euch, den habe ich das letzte Mal von meinem neuen OCG-Händler Yannick. Seine Facebook-Seite ist übrigens in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr da was bestellen möchtet. Ihr müsst auf Anfrage bestellen momentan, da sein Shop noch nicht läuft, aber ihr könnt ihn jetzt dort anschreiben und dort bestellen. Jedenfalls habe ich ja eine von denen von ihm geschenkt bekommen und ja, da habe ich direkt meinen Bestand aufgefüllt mit 8 weiteren. Das heißt, wir brauchen sozusagen keine mehr von denen jetzt. Wir sind hier voll, die sind in Ultimate, das heißt, das sind japanische Exclusives. Waren nicht sonderlich teuer, alle 8 zusammen haben ungefähr 28 Euro gekostet. Das ist absolut überschaubar, absolut nice. Und ja, ich bin gespannt, in welcher Rarity es in Soulsion rauskommt. Ich habe mich darüber im Endeffekt noch gar nicht informiert. Ich schätze mal, es wird eine Ultra oder eine Secret. Eine einfache Super wird das bestimmt nicht. Und ja, echt nice, muss ich schon sagen. Ne? Legen wir uns mal ganz knackig, ganz schön hier oben hin. Ich finde das Design ist ja unglaublich cool da. Ja. Finde ich einfach mega fett. Jetzt haben wir noch eine V-Jump-Promo. Und zwar Police Patrol of the Underworld. Richtig, richtig coole Karte. Ist es noch nicht so lange draußen. Ich glaube 2017, 2018. Ne? Später kann es auch gar nicht sein. Das ist ja auch eine Link-Monster-Karte. Beziehungsweise früher. Ich habe mir jetzt immer bloß ein Exemplar gekauft, da ich mir nicht sicher bin, ob die nicht auch zu uns in die Jump kommen. Aber ich wollte euch einfach mal gezeigt haben, als erster sozusagen. Und dementsprechend kaufe ich mir von diesen V-Jump-Promos, die hier noch nicht draußen sind, in der normalen Jump, definitiv immer ein Exemplar. Manche werden ja auch nie hier rauskommen. Man sieht zum Beispiel Magi Magi Girl ist immer noch nicht draußen. Gibt es schon ewig in der V-Jump. Und ja, ist auf jeden Fall eine cool designte Karte. Ist einfach mega, ja. Toller Unterweltler. Gefällt mir richtig gut. Und es geht auch direkt weiter. Und zwar mit dem Darkness Metal, der Dark Steel Dragon. Ebenfalls eine Link-Karte. Ich glaube, gehört zu den Red Eyes. Ebenfalls noch nicht bei uns draußen, ob sie rauskommt. Ich halte es, oder ich könnte es für wahrscheinlich halten, sag ich mal, da Red Eyes schon irgendwie, ja, im TCG recht beliebt ist. Schätze ich jetzt mal, weiß ich nicht. Man kann zwar nicht viel reißen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, aber es gibt sicherlich den ein oder anderen Red Eyes Spieler und da denke ich mir, dass die in irgendeiner Form wahrscheinlich hier auch rauskommen wird. Dementsprechend hier ebenfalls auch nur ein Exemplar bestellt. Und das hier ist jetzt DD Flame High King Executive Genghis. Ich habe hier übrigens neben mir einen Zettel, wo die ganzen Namen draufstehen, weil die kann ich mir nicht merken. Beim besten Willen nicht. Zu dem bin ich eigentlich zu Zufall gekommen, den habe ich jetzt nicht explizit bestellt. Ich hatte jemanden, der hat über mich bei meinem Händler, bevor er die Facebook-Seite wieder reaktiviert hat, bestellt. Und dann ist er doch abgesprungen und hat gesagt, den nehme ich dann. Kein Thema. Und ja, den gibt es hier bei uns auch noch nicht. Und ob der noch kommt, keine Ahnung. Ich werde das Ganze vielleicht noch so ein halbes Jahr im Auge behalten. Wenn sie da noch nicht draußen sind, dann kaufe ich mir mehrere von diesen V-Jump-Exemplaren. Das sind so die Karten, die jetzt an sich kamen. Jetzt haben wir noch hier zwei V-Jump-Promos, die noch OVP sind. Die machen wir hier auch direkt auf. Vorsichtig, ich will ja nichts kaputt machen. So. Genau. Und als allererstes haben wir hier den Shooting Riser Dragon. Gehört wohl auch zu diesem Quasar-Schnuppen, Sternstaub, irgendwas Thema. Sieht auf jeden Fall extrem cool aus. Hier ist Ultra Rare, ist bei uns auch noch nicht draußen. Die 146. V-Jump-Promo ist das. Richtig geil. Sieht einfach Bombe aus. Und zu guter Letzt haben wir noch eine coole Karte. Kleiner Tipp. Sie sieht dem Firewall recht ähnlich. Oder dem Proxy-Drachen.
zwar ist es der Security Dragon. Ja, die Karte sieht eigentlich recht niedlich aus, muss ich sagen. Wie so ein kleiner Firewall, so in den Kindertagen noch. Ist aber sehr schön designt, auch von der Farbgebung her. Okay, ich finde den Kopf ein bisschen ulkig, ist ein bisschen groß geraten, ne? Aber an sich die Karte sehr, sehr schön designt, extrem geil. Und ja, auch hier werde ich natürlich vor allen Dingen bei den beiden jetzt auch warten, wie sich das Ganze entwickelt, ob es hier oder ob sie hier auch rauskommen wird. Wenn mir jemand mit absoluter Gewissheit sagen kann, dass sie hier nicht rauskommen wird, dann könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben, aber ich denke, diese Gewissheit hat niemand. Und jetzt kommen wir noch zum Booster, das ich bekommen habe. Mal schauen, ob wir diesmal genauso gut ziehen wie letztes Mal. Ich vermute jetzt mal nicht, da diese Bonus-Packs wahrscheinlich alle aus demselben Display kommen. Das ist schon ein bisschen... Ah, ich sag's euch, diese Dinger aufzukriegen, ne? Das ist jedes Mal... Und wir haben, ach so, Guki. Okay, Guki. Ey, die kam bei uns als Super Rare raus, glaube ich. Das heißt, die kann ich schon mal gebrauchen. Die kenne ich jetzt überhaupt gar nicht. Und noch eine Rare, keine Holo. Ja, aber trotzdem, ne, schon mal was, das ich gebrauchen kann. War bei uns, glaube ich, eine Super. Sehr, sehr coole Sache. Bei dem muss ich noch gucken, weil der sagt mir jetzt hier überhaupt nichts. Kenne auch den Namen nicht. Keine Ahnung, sieht aber echt cool aus. Ja, das soll es gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Neuzugänge demnächst. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.